Werte Zuschauer, im dritten Teil unserer Sendereihe Digitaltechnik für Einsteiger wollen wir uns beschäftigen mit Digitaldecodern, also jenen Bausteinen, die digitale Fahr- und Schaltbefehle in Geschwindigkeitsänderungen und Funktionen der Lokomotive umwandeln. Wie kriegen wir nun erstmal den Decoder in die Lok? Vorausgeschickt sei ein Grundsatz oder einige Grundsätze. Erstens, jede Lok ist digitalisierbar, wenn. Wir brauchen natürlich für den Decoder in der Lokomotive Platz. Wenn der nicht da ist, müssen wir ihn schaffen. Bohren, sägen, feilen, fräsen, wie auch immer. Zweitens, der Decoder-Nennstrom muss höher sein als der maximale Strom der Lokomotive bei Volllast. Und drittens muss der Motor massefrei sein. Was das sein soll, sein wird, werden wir in den nachfolgenden Minuten noch hören und sehen. Nun, moderne Lokomotiven, ich nenne mal einen Zeitraum, vielleicht die jünger sind als 20 Jahre, die tragen eine Schnittstelle. Eine Schnittstelle ist Fachjargon, heißt ganz einfach ins Deutsche übersetzt, eine Steckdose für den Decoder. Früher, davor, musste man Decoder grundsätzlich einlöten und heutzutage gibt es dort eine Steckdose, eine Schnittstelle und da können wir den Decoder einstecken. Nun, die erste Schnittstelle, die auf den Markt kam, das war etwa vor 20 Jahren, war eine 8-polige Schnittstelle. Wir werden uns das gleich ansehen. Im Laufe der Zeit, in den letzten 20 Jahren, haben sich aber die Anforderungen an Decoder erheblich erhöht. Der Kunde will heute mehr Funktionalität, mehr Gebrauchswert. Und so haben sich natürlich auch die Schnittstellen erweitert. In der PIN-Zahl werden wir uns dann anschauen und damit auch in ihrem Gebrauchswert und Funktionalität. Fangen wir mal an, wir gehen der Reihenfolge durch mit der sechspoligen Schnittstelle nach NEM 651. Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Und zwar die sechspolige Schnittstelle nach NEM 651. Das brauchen Sie sich eigentlich alles gar nicht merken. Diese Abbildungen sind wieder bei MSL TV eingestellt, können sich runterladen. Diese sechspolige Schnittstelle ist dadurch gekennzeichnet, dass wir in der Platine Buchsen haben, also Löcher. Diese sechspolige Schnittstelle wird vorwiegend eingesetzt in der Spur N und TT und wird verwendet hauptsächlich von den Marken Rocco und Tillich. Auch zum Beispiel bei kleinen H0-Lokomotiven, zum Beispiel die Köf, auch da wird die sechspolige Schnittstelle gern verwendet. Das ist jene, die nach der 8-poligen kam. Hier bei der 8-poligen Schnittstelle nach NEM 652. Das war die allererste. Das ist, sagen wir mal, die typische H0-Schnittstelle. Deswegen steht auch hier Spur H0. Wiederum haben wir in der Leiterplatine Buchsen, sprich Löcher, in welchen wir die Pins des Decoders einstecken können. Hauptsächlich verwendet von Rocco. Nun schauen wir uns das mal im Beispiel an. Fangen wir an mit der sechspoligen Schnittstelle. Ich habe da mal Ihnen was mitgebracht, damit Sie es mal sehen, wovon wir reden. Hier zum Beispiel eine Lokomotive, die MH6 Marke Rocco in der Spur H0E. Hier sehen wir eine sechspolige Schnittstelle, da drin also hier oben die Löcher. Kann das die Kamera mal einfangen? In diese sechspolige Schnittstelle wird der Decoder eingesteckt. Es gibt also hier zwei Möglichkeiten. Entweder ein Decoder mit Kabel und einem sechspoligen Stecker oder aber, zum Beispiel hier auch bestens dafür geeignet, wieder ein Decoder mit abgewinkelten Pins und die steckt man dann einfach
in die sechspolige Schnittstelle ein und wäre fertig. Das wäre jetzt die sechspolige Schnittstelle nach NEM 651. Kommen wir zur achtpoligen Schnittstelle nach NEM 652. Wir haben hier mal ein Produkt der Marke Rocco. Das wäre ein Taurus. Wir sehen hier die achtpolige Schnittstelle wieder mit Löchern bzw. Buchsen in der Lokplatine. Hier den dazugehörigen Decoder. Markenzeichen der achtpoligen Schnittstelle ist es, dass die Pins, also die Steckerteile, nicht Bestandteil des Decoders selbst sind, sondern der Steckerteil ist mit dem Decoderteil über Kabel verbunden. Wir stecken das Ganze hier ein und hätten nun die Lok digitalisiert. Vorteil ist zum Beispiel des Kabels, dass ich nicht den Decoder dorthin bringen muss, wo der Steckerteil ist, sondern man könnte beispielsweise auch hier den Kanal nutzen nach unten und den Decoder hier unten in dem Kästchen unterbringen. Das ist der Vorteil der Kabelverbindung von Stecker mit dem Decoder. Anderes Beispiel, bleiben wir ebenfalls bei der 8-Polien-Schnittstelle. Wäre jetzt einmal ein Sounddecoder, wieder Rocco, wieder der Taurus, aber einer neueren Generation. Sie sehen auch schon, hier hat sich die Leiterplatine geändert. Geblieben ist die 8-polige Schnittstelle, aber das wäre jetzt hier in dem konkreten Fall ein Sounddecoder. Wir sehen auch hier den Lautsprecher. Das wäre die 8-polige Schnittstelle nach NEM 652. Machen wir weiter zur nächsten Schnittstelle. Das wäre die Schnittstelle nach NEM 660, die sogenannte MTC-Schnittstelle. Ihre historischen Gründe für das Erscheinen der MTC-Schnittstelle nach NEM 660 liegt bei MacLean. Nämlich seinerzeit, als MacLean den C-Sinus-Motor rausbrachte, brauchte man eine spezielle Schnittstelle. Dafür liegen hier die Ursachen der MTC-Schnittstelle. Sie ist 21-polig und das Markenzeichen derselben ist, dass in der Platine jetzt keine Löcher, also Buchsen sind, sondern Stifte. Und dagegen trägt aber der Decoder die Gegenstücke dazu, also die Löcher bzw. Buchsen. Schauen wir uns das mal an. Wir nehmen jetzt hier eine Lok von MacLean aus nachvollziehbaren Gründen, eine BR24, sehen im Tenderteil jetzt den Decoder. Ich nehme den mal raus. Und Sie sehen schon, auf der Platine sind jetzt die Pins und im Decoder sind die Buchsen bzw. Löcher. Diese MTC-Schnittstelle, gehen wir nochmal zurück, werden eingesetzt hauptsächlich für die Spur H0 und werden weiterhin außer MacLean eingesetzt von Trix, Lilliput, ESU und Brava. Nun kommen wir eigentlich zur komplexesten Schnittstelle, die in den letzten Jahren erschienen ist. Sie ist auch am variabelsten, nämlich die sogenannte Plax-Schnittstelle. Wir sehen hier die achtpolige Plax, hat aber nichts bitte mit der zu tun. Der Pin-Abstand ist hier und dort verschieden. Dann die 12-teilige Plax, die 16-polige Plax und die 22-polige Plax. Der Vorteil ist, dass also hier immer ein Pin der gleiche bleibt, immer an der gleichen Stelle. Das heißt mit anderen Worten, ich kann auch einen 8-poligen Plax in eine 22-polige Plax-Schnittstelle stecken. Die sind also untereinander kompatibel. Natürlich macht es keinen Sinn, einen 22-poligen Plax-Decoder
in eine achtpolige einzustecken. Also umgekehrt geht es. Nämlich immer die kleinere Poligkeit des Decoders lässt sich einstecken in eine Platine mit zum Beispiel Plax 22. Wozu brauchen wir nun 22 Pole? Bedingt oder 16 Pole oder 12 Pole hat etwas mit der gewachsenen Funktionalität, mit dem gewachsenen Gebrauchswert zu tun. Es geht hier insbesondere um das Schalten von Funktionen, zusätzlichen Funktionen. Für den Sound selbst würde ja, haben wir auch gesehen, die achtpolige Schnittstelle hier nach NEM 652 völlig ausreichen. Aber der Kunde möchte heute mehr Funktionen haben, wie ein getakteter Rauchgenerator, Kupplungen, digitale Kupplungen, geschaltete, getrennt schaltbare Frontbeleuchtungen, Spitzenbeleuchtungen der Loks und so weiter. Das ist also der Grund für diese Schnittstelle. Schauen wir uns das wieder an, am Beispiel. Wir nehmen jetzt mal die 24 mit der MTC-Schnittstelle weg und nehmen jetzt mal eine Lok mit einer 16-poligen Plax-Schnittstelle. Wir sehen vor uns von Pico eine BR141, den Deckel, das Gehäuse habe ich mal abgenommen. Und hier sehen wir sehr schön das, was ich vorhin sagte. In der Platine haben wir also eine 22-polige Plax-Schnittstelle drin, 22 Löcher, aber der Decoder ist nur 16-polig, also Plax 16. Und wir stecken jetzt diesen hier ein und wir sind fertig. Hier gekennzeichnet bei der Plax ist die Tatsache, dass diese Plax-Schnittstellen keine Kabel zwischen Stecker und Decoder haben, sondern Steckerleiste oder Pinleiste und Decoder sind immer in einem Baustein enthalten. Das wäre Plax 16. Jetzt nehmen wir mal eine Plax 22. Jetzt sind wir wieder bei Rocco. Und zwar, das wäre wieder ein Taurus modernster Bauart. Sounddecoder. Hier sehen wir wieder, wie bei der Pico-Maschine vorhin, die Plax 22. Und da drin ist auch eingesteckt der Decoder mit 22 Pins als Sounddecoder. Das heißt also, hier könnten wir die Frontbeleuchtung getrennt schalten. Meinetwegen, wer jetzt die Lok an einem Zug angekoppelt hat, der schaltet ja nur die vordere Beleuchtung ein, die hinten rot wird weggeschalten. Also getrennt schaltbar, auch die Rangierbeleuchtung sind getrennt schaltbar. Das ermöglicht uns also alles die Plax 22 oder die Plax-Schnittstellen schlechthin. So, nun zu guter Letzt kommt noch eine besondere Schnittstelle, nach NEM 662 genannt Next 18. Das ist eigentlich die neueste, die auf den Markt gekommen ist. Sie wurde kreiert von der Firma Kühn und damit haben wir auch schon den Zusammenhang zur Spur hergestellt. Und zwar die Next 18 Schnittstelle findet vorwiegend Anwendung in der Spur TT und N. Kühn setzt zum Beispiel bei seinen Maschinen logischerweise die Next 18 ein. Fleischmann zum Beispiel bei neuen N-Lokomotiven mit Sound- und Schaltfunktionen auch ebenfalls die Next 18. Und so steht auch hier eingesetzt von den Marken Fleischmann und Kühn. Charakteristikum dieser Schnittstelle ist, dass sowohl die Platine als auch die Decoder, die Pinleisten, keine Pins haben, sondern Federkontakte. Das heißt also, sie ist sehr robust, hier können keine Pins verbiegen. Über Federkontakte einfach eingesteckt. Hierzu haben wir aber
Leider kein Beispiel, was ich Ihnen zeigen könnte. Nur der Vollständigkeit halber benannt. Sie sehen also, nochmal zusammengefasst, die Vielzahl der Schnittstellen, die im Laufe der letzten 20 Jahre erschienen sind. Begonnen hat alles mit dieser Schnittstelle, damals eingeführt von der Firma Rocco. Was tun wir nun mit Lokomotiven, die älter als 20 Jahre sind? Denn jene können ja keine Schnittstellen haben, also Steckdosen, weil es sie damals noch nicht gab. Dann müssen wir einige Dinge berücksichtigen. Erstens, wenn eine Lokomotive keine Schnittstelle hat, dann kann sie natürlich auch keinen Platz vorgesehen haben für den Decoder. Wenn der Platz nicht da ist, müssten wir ihn suchen, würde bedeuten, gucken, wo ist für den Decoder genügend Raum. Wenn er nicht da ist, der Platz, dann müssten wir diesen Platz eben schaffen. Da sind wir wieder bei den Themen Bohren, Sägen, Feilen, Fräsen. Das könnte aber unter Umständen noch die kleinste Problematik sein. Es gibt noch eine viel schwerwiegendere, nämlich alte Lokomotiven. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel und die haben wir jetzt hier auf dem Gleis stehen. Ein museales Stück, vielleicht so aus dem Zeitraum Anfang der 50er Jahre, Pico alt. Diese alten Maschinen zogen bei Volllast der Maschinen einen Strom, der weit über 1 Ampere lag. Und dann hätten wir sofort ein Problem mit dem Decoder. Denn die Decoder-Nennstromstärke für einen normalen H0-Decoder liegt bei etwa 1,2 Ampere. Und diesen dürfen wir keinesfalls überschreiten. Wie können wir jetzt also feststellen, ob nun Ihre Maschine, meinetwegen 30 Jahre alt oder älter, nun digitalisierbar ist oder nicht? Sie nehmen sich ein Ampermeter, schalten das zwischen einem analogen Trafo und Ihrem Schienenkreis. Und genau das werden wir mal tun. Ich habe jetzt hier ein Ampermeter eingeschalten. Wir drehen mal den Regler auf. So, noch ein bisschen mehr. So, und was messen wir? 1,4 Ampere. Die Lok fährt noch nicht mal an. Und wenn wir sie mal anfahren lassen, mal interessant auch das Geräusch zu hören. Fahren ist kein Geheimnis. So hörten sich damals die musealen Stücke an. Auch mal interessant. Von Fahrkultur war damals noch keine Rede. Da war man froh, wenn sie überhaupt fuhr. Also 1,4 Ampere. Folgerichtig wäre diese Lok mit Decodern der Nennstromstärke 1,2 Ampere nicht digitalisierbar. Wollten Sie trotzdem eine solche Maschine digitalisieren, müssten Sie sich einen Decoder auswählen, der halt eine Nennstromstärke größer als 1,5 Ampere hat. Da sind wir sofort bei jenen Decodern, die in LGB oder Großbahnen eingesetzt werden. Dann hätten wir natürlich jetzt hier wiederum in der H0-Maschine, in dem Oldtimer, ein anderes Problem, nämlich ein Platzproblem. Sie müssten also immer überlegen, lohnt sich der Aufwand, lohnt er sich nicht? Vielleicht auch noch ein Hinweis. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt eine solche Maschine, wie Sie hier vor sich sehen. Die E44 von Pico aus den Anfängen der Modellbahnzeit nach dem Krieg. Diese Maschine hat ja durchaus musealen Wert. Wenn Sie die jetzt umbauen würden, digitalisieren würden, und ich sage jetzt mal einfach eine Hausnummer, die Maschine hätte vielleicht noch einen Marktwert von 200 Euro. Dann würden Sie diesen Marktwert durch den Einbau eines Decoders zu Null machen. Das sollte man sich dabei auch überlegen. Das wäre jetzt also eine alte Maschine, Anfang der 50er Jahre. Jetzt nehmen wir eine andere, zum Beispiel Fleischmann. Ich habe hier mal schon das Gehäuse abgenommen. Warum, werden wir nachher sehen. Das war mal ein oder ist ein ICE mit abgenommenem Gehäuse. Fleischmann Rundmotor. Und jetzt machen wir hier das Gleiche. Wir messen wieder den Strom bei maximaler Leistung. Ich halte die Maschine fest, die Räder drehen durch. Und wir messen einen Strom
von etwa 0,5 Ampere. Ein sehr schönes Beispiel, was hat sich motorseitig in den letzten Jahren getan. Wir können auch nochmal den ICE bezüglich der Geräuschkulisse vergleichen. Sie merken, die vergangene Zeit seit 1950 hat auch technisch Spuren hinterlassen. Hier hören wir so gut wie nichts mehr, nur noch das Rollgeräusch. Hier könnten wir also problemlos digitalisieren. Kein Problem, mit 0,5 Ampere bei Volllast der Maschine haben wir zur Nennstromstärke des Decoders von 1,2 Ampere genügend Abstand. Machbar. Jetzt kommt das nächste Problem, sagte ich schon mal am Anfang. Wir müssen darauf achten bei der Digitalisierung, dass die Motoren massefrei sind. Was meine ich damit? Ich nehme jetzt mal den ICE hoch und wir schauen mal hier auf den Motor. Haben wir ihn in der Kamera? Gut. Und zwar, wir sehen hier die beiden Kohlebürsten. Hier das sogenannte, die sogenannte Motorplatine. Die Bürste hier ist auf der Platine befestigt, aber diese Bürste hat keine Masseverbindung. Dagegen diese hier, sehen wir, befindet sich hier auf dem großen Metallstück dieser Platine und hier verschraubt mit dem Gehäuse des Motors. Also hat diese Bürste direkt hierzu elektrische Verbindung, Masseverbindung nennen wir das. Das dürfen wir nicht so stehen lassen. Warum? Wenn jetzt hier nämlich hier einen Decoder anschließen würden, dann würden ja die Ausgänge des Decoders für den Motor Masseverbindung haben und damit würden wir den Decoder zerstören. Der würde ihr Ansinnen sofort quittieren mit einem kurzweiligen, einmaligen Rauchzeichen. Daher gibt es zum Beispiel bei Fleischmann verschiedene Motorplatinen. Wir sehen jetzt hier jene, ich zeige das nochmal ins Bild, die wir dann nehmen müssten, gibt Fleischmann als Ersatzteil an. Hier oben eine sechsteilige Schnittstelle und hier sehen wir die beiden Kohlebürsteneingänge isoliert von den Befestigungen für die Motorplatine. Hierzu im Vergleich nochmal jene, die im Analogfall eingesetzt wird. Hier hätten wir den Masseschluss. Das ist ganz wichtig. Wenn also Sie Maschinen haben, wo die eine Kohlebürste Masseschluss hat, dann müssten Sie diesen Masseschluss beseitigen, entweder dadurch, im Falle Fleischmann, dass Sie sich eine andere Motorplatine kaufen, oder aber Sie müssten das selbstständig tun, würde bedeuten, Sie müssten dann hier den Einsatz rausnehmen und dann das Ganze gegen Masse isolieren. Also etwas mehr Aufwand. So viel also zu jenen Maschinen, die keine Schnittstellen haben. Dort müssten Sie selbst Hand anlegen. Sie müssten darüber befinden, fühlen Sie sich dazu in der Lage, haben Sie genügend Fingerfertigkeit, können Sie löten, verstehen Sie ein bisschen was von Elektrotechnik, derjenige kann sich selbst helfen. Ansonsten würde ich vor einem Eingriff warnen wollen, dann bitte wenden Sie sich an Ihren einschlägigen Fachhändler, der da im Hintergrund eine Fachwerkstatt hat. So viel also zu jenen Maschinen ohne Schnittstelle. Werte Zuschauer, ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir bislang gehört und gesehen haben. Es gibt also Lokomotiven mit Schnittstelle, also Steckdose, und es gibt solche, die älteren nämlich, Lokomotiven ohne Schnittstelle. An die Digitalisierung von Lokomotiven ohne Schnittstelle sollte sich nur derjenige herantrauen, der sich dazu in der Lage glaubt und fühlt. Wenn nicht, dann lieber die Hände weg und sich an den Fachmann wenden. Für diejenigen aber, die es mal selbst probieren wollen, sich dazu in der Lage glauben, für die möchte ich hier noch etwas zeigen, was sie sich dann auch
aus dem Internet herunterladen können, also von der MSL-Seite herunterladen können. Schauen wir uns das mal an. Und zwar die Schnittstelle nach 651 eingebettet in den Verdrahtungsplan der Lokomotive. Wer also das mal selber machen möchte und kann, kann den Verdrahtungsplan hernehmen, ist alles drin und dran, wo kommt der Motor hin, die Beleuchtungen, das Spitzenlicht und Rücklicht, wie, welche Schiene kommt wohin, alles angegeben. Genauso auch bei der 8-Polien-Schnittstelle. Hier ist noch mit eingezeichnet, nicht, dass Sie sich wundern, der Rauchgenerator. Wo kommt der hin? Nicht? Also alles eingezeichnet. Ich will nicht näher darauf eingehen. Für den Otto-Normalverbraucher ist es ohnehin uninteressant, nur mal als Hinweis für jene, die da selbst Hand anlegen wollen. Nur für die. Können Sie runterladen unter Abbildung 10, Abbildung 11. Nur noch einmal zu den Schnittstellen. Sie haben ja gesehen, es gibt 1001 Schnittstelle, natürlich jetzt übertrieben. Sie müssen also beim Decoderkauf wissen, welche Schnittstelle hat meine Lok. Ansonsten ist jeder Decoderkauf hochriskant. Das müssten Sie sich also irgendwo notieren. Das Einfachste ist, wenn Sie sich für jeden Decoder das beiliegende Blatt, die Bedienungsanleitung, ich halte es mal hier in die Kamera, gut aufheben. Am besten hier oben noch vermerken, welche Lok, welcher Hersteller der Lok und die Artikelnummer dazu. Und das ist für Sie ein ganz, ganz wichtiges Argument, denn stellen Sie sich bitte vor, Sie wollen die Decoder kaufen, dann würde hier drauf stehen, welche Schnittstelle, bei welcher Lok. Und sollten Sie mal Arbeiten am Decoder vornehmen wollen oder Sie müssten die Lok mal zum Händler bringen, zur Reparatur oder zur Einstellung, dann wird er Sie auch fragen wollen, ja, was ist für ein Decoder drin? Welcher Typ? Nehmen Sie die Bedienungsanleitung mit, zeigen das vor. Sie wissen Bescheid, der Händler weiß Bescheid. Das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Gut, so viel zu den Decodern, aber wir bleiben auch noch bei den Decodern. Nämlich, der Decoder ist nicht nur dazu da, die Geschwindigkeiten der Lok zu ändern oder Funktionen zu schalten, wir können noch viel mehr machen. Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Nämlich, wir können 1024 Einstellungen am Decoder vornehmen. Und diese Einstellmöglichkeiten nennen wir im Fachjargon CVs, das heißt Konfigurationsvariable, also Einstellmöglichkeiten. Nun bitte kriegen Sie keinen Schreck, von den 1024 Einstellmöglichkeiten, sprich CVs, brauchen Sie als Anfänger, als Otto-Normalverbraucher nur die ersten 5. Also CV1, CV2, CV3, CV4. Sie finden auch in der vorhin gezeigten Spezifikation bzw. Beschreibung zum Decoder auch diese CVs genannt. Vor allen Dingen, was sind sie? Brauchen wir jetzt nicht hier noch extra ein Beilegeblatt zu benutzen, steht alles in der Bedienungsanleitung. Die CV1 ist die Adresse des Decoders, denn wir müssen ja jeder Lok und somit dem Decoder voneinander verschiedene Adressen vergeben. Sie dürfen sich nicht wiederholen, weil sonst mehrere Loks, zumindest zwei, gleichzeitig fahren. Die CV2 ist die Anfahrspannung oder Anfahrgeschwindigkeit, also jene Geschwindigkeit, mit der die Lok bei Öffnung des Reglers gerade so losfährt. Könnte auch sagen Kriechgeschwindigkeit. Die CV3 und die CV4, die hängen physikalisch bedingt unmittelbar zusammen. Warum? Wir können nämlich mit dem Decoder eine auf elektronische Art und Weise eine Last am Haken simulieren. Das heißt also, wir können unterscheiden, soll meine Lokomotive einen Personenzug ziehen oder einen schweren Güterzug? Nun stellen Sie sich vor, Sie haben einen schweren Güterzug, der wird natürlich beim Anfahren des Zuges eine ganze Strecke brauchen. Er hat also eine Anfahrverzögerung. Wesentlich mehr Anfahrverzögert als ein leichter Personenzug. Wenn Sie jetzt aber
dem beschleunigten, in voller Fahrt befindlichen Zug abbremsen wollen, dann müssen Sie ja die kinetische Energie, die der Zug aufgenommen hat, beim Bremsen wieder abbauen. Also wird der Zug, der langsam beschleunigt, also eine hohe Anfahrverzögerung hat, natürlich auch eine hohe Bremsverzögerung haben. Und die Bremsverzögerung, das ist die CV4. Nochmal, CV3, CV4 hängen physikalisch bedingt zusammen. Es macht keinen Sinn, im Prinzip eine kleine Anfahrverzögerung zu schreiben und eine hohe Bremsverzögerung. Widerspricht sich, macht keinen Sinn. Die CV5, das ist die Höchstgeschwindigkeit, also jene Geschwindigkeit, die Lok bzw. der Zug erreichen kann bei voll aufgedrehtem Regler. Diese CV5 ist auch jene, die wir in vielen Loktests und anderen Sendungen immer wieder zitiert haben. Hier können Sie das einstellen, jene Höhe, Höchstgeschwindigkeit, die Ihre Lokomotive fahren soll. Und diese 5 CVs werden wir uns nun in der Auswirkung am praktischen Beispiel einmal ansehen. Kommen wir nun zur ersten CV, nämlich CV1. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich einen neuen Decoder oder eine neue Lokomotive. Dann ist immer werkseitig die Adresse 3 eingestellt. Nun aber hätten Sie mehrere Loks mit der Adresse 3, dann würden ja bei Aufruf der Adresse 3 mehrere Loks gleichzeitig fahren. Das geht natürlich nicht, wollen Sie ja auch nicht. Wichtig ist also, dass wir den Lokomotiven voneinander verschiedene Zahlenadressen geben. Nehmen wir mal einen Fall an, Sie hätten jetzt 5 Lokomotiven und die seien vielleicht durch Ihren Händler bereits eingestellt worden, und zwar die Adressen 1, 2, 3, 4 und 5. Das hier, die vor uns steht, wäre jetzt Ihre 6. Lokomotive. Folgerichtig wäre es ja logisch, nicht nötig, aber logisch, dass Sie jetzt hier die Adresse 6 nehmen für die 6. Lokomotive. Die hat aber noch die Adresse 3. Müssen wir diese in der CV1 also umprogrammieren. Wie machen wir das? Wir drücken die Menütaste, halten die gedrückt und die 1 dazu. Jetzt wird hier geschrieben Wert 3. Wir haben eben ausgelesen und damit die Bestätigung erhalten, jawohl, der Decoder in dieser Lok hat noch die Adresse 3. Jetzt tippen wir hier die 6 dort. Wir sehen im Display 6. Drücken die OK-Taste. Und das war's schon. Die Lok hat jetzt die Adresse 6. Beweis. Auf der 3 fährt sie nun nicht mehr, aber wenn wir jetzt die 6 anwählen, müsste sie fahren. Und Sie sehen, sie tut es. Also so einfach geht das Umprogrammieren. Sie müssen immer nur darauf achten, dass die Lokomotiven voneinander verschiedene Zahlenadressen bekommen. Das wäre die CV1. Wir können die CV1 in einem Wertebereich angeben zwischen 1 bis 9.999. Aber so viele Lokomotiven werden Sie zumindest am Anfang noch nicht haben. Gut, kommen wir zur CV2. Die Anfahrgeschwindigkeit oder Anfahrspannung oder Kriechgeschwindigkeit. Das ist also jene Geschwindigkeit, wenn ich den Regler nur ein wenig öffne, wie langsam fährt dann die Lok? Sie sehen jetzt, sie bewegt sich langsam, aber sie fährt. Genau das ist die CV2. Sie stellen also fest oder geben vor, mit welcher Geschwindigkeit soll die Lok losfahren, wenn Sie den Regler gerade öffnen. Und diese Geschwindigkeit können wir beeinflussen wie folgt. Wir gehen wieder auf 0. Ich gehe in die CV2, indem ich Menü drücke, gedrückt halte und die 2 dazu. Wir lesen wieder aus. Wir bekommen hier gemeldet den Wert 4. Der ist jetzt im Decoder werkseitig festgeschrieben. Jetzt gehen wir mal
Um das deutlich zu machen, worum es geht, ich gebe mal einfach den Wert 20 ein, zum Beispiel. 20. Drücke wieder OK als Bestätigung. Nun ist in der CV2 der Wert geschrieben 20 und nicht 4. Auswirkung wie folgt. Wir sehen, die Lok fährt viel schneller los. Sie können also bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit die Lok bei minimaler Reglerstellung losfahren soll. Welche praktische Bedeutung hat es? Kinder wollen vielleicht nicht gerade langsam fahren, die wollen schnell zur Sache kommen. Da stellen sie im Prinzip in der CV2 den Wert nach oben. Modellbahner bewerten Lokomotiven ganz anders. Und zwar nicht danach, wie schnell fahren sie, sondern ein ganz, ganz wichtiges Bewertungskriterium sind die Langsamlaufeigenschaften. Denn schnell fahren alle, langsam aber nicht. Der Modellbahner wird also als erste Amtshandlung, nachdem er die Adresse geändert hat auf seinen Wunschwert, die CV2 aufrufen und dort den Wert 1 schreiben. Das ist der niedrigstmögliche Wert in der CV2. Das machen wir jetzt nochmal. Also Menü und 2. Wir kriegen jetzt hier den ausgelesenen Wert 20 angezeigt, gehen auf 1 und sagen OK. Jetzt würden wir die langsamstmögliche Anfahrgeschwindigkeit sehen. Das wäre die langsamstmögliche Geschwindigkeit eingestellt in der CV2. Nun kommen wir zur CV3 und CV4. Wir gucken erstmal nach, welcher Wert ist dann überhaupt eingestellt in der CV3. Menü und 3. Angegeben 12. Der niedrigstmögliche Wert wäre 1. Und den werden wir jetzt als erstes einstellen. Dann wird nämlich die Lok so fahren wie im analogen Fall, als wenn wir mit dem Trafo fahren würden. Menü, halt, Menü und 3. Wert, halt, das stimmt nicht. Wir wollen nochmal Menü und 3. Wir kriegen 12 angezeigt, wir schreiben 1 und sagen OK. Jetzt wird die Lok unvermittelt nach Öffnung des Reglers anfahren. Als wäre die Lok jetzt analog. Sie reagiert unmittelbar. Auslaufen tut sie noch, weil wir ja in der CV4 nicht den Wert 1 geschrieben haben. Das machen wir jetzt auch noch. Menü und 4. Wird uns auch 12 angezeigt, da schreiben wir auch 1. Machen das gleiche noch einmal. Sie beschleunigt unmittelbar und hält unmittelbar, ohne Verzögerung. So als wäre die Lok analog angesteuert. Nun, ich sagte es, wir können in der CV3 und CV4 auf elektronischem Wege eine Last am Haken simulieren. Jetzt bilden wir mal nach, einen überschweren Güterzug. Menü und 3 für die Anfahrverzögerung. Geben wir mal den Wert 20 ein. Okay. In der CV4 20. Okay. Also, wir haben eine höhere Anfahrverzögerung und eine höhere Bremsverzögerung eingestellt. Schauen wir mal. Ich mache jetzt den Regler schlagartig auf und wir gucken, was passiert. Obwohl der Regler ganz am Endanschlag ist, sehen Sie, beschleunigt die Lok langsamer und sie braucht eine ganze Strecke zum Halten. Nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Regler am Anschlag, die Lok beschleunigt langsam. Ich
drehe schlagartig auf Null und wir sehen, die Lok läuft nach. So wie im Original auch. Somit können Sie sich also einstellen, ob Sie einen leichten Personenzug haben oder einen schweren Güterzug. Zur CV5. Wie ändern wir die CV5? Werkseitig ist eingestellt der Wert 250. Das heißt also, das wäre die maximale Höchstgeschwindigkeit. Jetzt werden wir die mal ändern. Wir gucken uns aber, bevor wir ändern, erstmal an, was wäre die maximale Höchstgeschwindigkeit, also jene, wenn ich den Regler bis zum Anschlag drehe. Wir können schon gefühlsmäßig sagen, das wäre schneller als ein ICE fährt, also viel zu schnell. Wir halten an. Die Maschine läuft natürlich nach, weil wir in der CV3 und CV4 entsprechend hohe Werte geschrieben haben. So, jetzt gehen wir mal in die CV5, das wäre Menü, drücken, gedrückt halten und die 5 dazu. Wir lesen aus und kriegen gemeldet den Wert 250. Nun gehen wir mal ins Extreme. Wir geben einfach an mal den Wert 100. Eine Köf ist ja nicht, dass wir noch weiter runter müssen. Nun schauen wir mal. So, gleich kommt die Lok bei uns vorbei. Regler am Anschlag. Das wäre jetzt die maximale Geschwindigkeit. Das wäre jetzt mit Sicherheit für einen Taurus schon zu wenig. Aber Sie sehen, in welchem Wertebereich Sie die Höchstgeschwindigkeit beliebig einstellen können. Werte Zuschauer, unterwegs auf Messen und Ausstellungen werde ich oftmals gefragt von Neueinsteigern, wie komme es denn, dass ich das Licht einschalte und es brennt nicht. Wie kommt das? Da muss ich ein bisschen technisch mehr ausholen. Das hängt mit den sogenannten Fahrstufen zusammen. Was sind Fahrstufen? Schauen wir bitte mal mit der Kamera auf die Multimaus. Und zwar, wir haben hier den Handregler, den Drehknopf. Hier ist die Nullstellung. Dort nach 160 Grad wäre etwa die Maximalstellung, die Maximalgeschwindigkeit. Jedes Digitalsystem ändert, ohne dass Sie es wissen, nicht die Geschwindigkeit kontinuierlich, sondern in Stufen, den Fahrstufen. Es gibt 14 Fahrstufen, 28 und 128 Fahrstufen. Bedeutet jetzt übertragen auf unseren Multimausregler hier 0 nach 160 Grad Maximalgeschwindigkeit bei 14 Fahrstufen, ändern wir 160 Grad dividiert durch 14, also etwa circa alle 10 Grad in Wirklichkeit die Geschwindigkeit, also in Stufen, Step by Step. Wir haben aber den Eindruck, den visuellen Eindruck, die Geschwindigkeit würde stufenlos geregelt werden, ist aber nicht. 14 Fahrstufen waren die historisch ältere Version, dann kamen die 28 Fahrstufen, das heißt, 160 durch 28 dividiert, da sind wir irgendwo bei 5, noch was Grad. Also ändern wir schon mal feinfühliger die Geschwindigkeit. Bei 128 Fahrstufen heißt das, es sind 1, noch was Grad. Also die feinfühligste Einstellmöglichkeit der Geschwindigkeit. Und genau hier liegt das Problem mit der Beleuchtung. Ich will Ihnen das mal zeigen. Wir haben jetzt hier eingestellt, schauen wir mal nach, die Fahrstufen 28 im Regler, in der Multimaus. Der Decoder hat 128 Fahrstufen. Sie sehen, das Licht brennt, Lichtwechsel funktioniert. Wir können das Licht schalten. Alles prima. Also bei 28 und 128 Fahrstufen funktioniert alles. Da ist es egal, ob jetzt der Decoder 128 hat und der Regler 28 oder umgekehrt. Egal. Prekär wird es bei 14 Fahrstufen. Ich stelle jetzt hier 14 Fahrstufen ein.
da, sage okay und werde das Licht jetzt einschalten wollen. Und Sie sehen, nichts funktioniert. Wir können es einschalten, obwohl wir das Licht eingeschaltet haben, brennt es nicht. Sobald ich aber auch selbst bei eingeschaltetem Licht die Fahrstufen wieder ändere, zum Beispiel auf 28, sage okay, Sie sehen, automatisch brennt das Licht. Das müssen wir uns merken, ganz wichtig. Noch ein Fall, der häufig auftritt an Fragen. Fahrstufen stimmen und trotzdem brennt das Licht nicht. Woran liegt das? Und zwar, der Grund dafür liegt in der achtpoligen Schnittstelle. Nämlich, ich ziehe den Decoder mal raus. Wer den Stecker verkehrt rum einsteckt, also um 180 Grad verdreht, das mache ich jetzt. So. Sie sehen, wir können fahren. Licht ist eingeschaltet, brennt nicht. Ich kann also machen, was ich will, kein Licht. Warum? Weil der Stecker um 180 Grad verdreht, eingesteckt worden ist. Machen wir es wieder rückgängig. Um 180 Grad gedreht, eingesteckt. So, und Sie sehen, Licht brennt wieder. Und schaltbar. Das wäre ganz wichtig, dass Sie sich das bitte merken. Das wäre kein Reklamationsgrund, nur Ihr Einstellfehler. Werte Zuschauer, wir haben das Nötigste kennengelernt über Digitaldecoder. Einstellmöglichkeiten, Fahreigenschaften. Wir haben aber noch keinen Sound gehört. Und genau dieses Thema Sound soll der Gegenstand unseres nächsten Beitrages werden, nämlich des Teils 4 unserer Sendereihe. Dazu werden wir zum ersten Mann in Sachen Sound aus Deutschland fahren, nämlich in das thüringische Arnstadt. Lassen Sie sich überraschen.